Hallo, ich bin der Michael und ich erkläre euch heute den Venture S. Fangen wir gleich hier vorne an. Um die Motorhaube zu öffnen, müssen wir sie innen erstmal entriegeln. Hier unten entriegeln wir die Motorhaube. Auf der Beifahrerseite kann nicht Blue befüllt werden, auf der Fahrerseite dann Wischwasser. Und wenn wir die Motorhaube mal reinigen oder die Windschutzscheibe reinigen wollen, ist natürlich ein sehr hohes Fahrzeug, dann können wir die Fläche hier als Trittfläche benutzen, damit man einfach leichter raufkommt. Zum Betanken des Fahrzeugs öffnen wir die Fahrertür. Nur dann können wir die Tankklappe öffnen und können dann ganz normal tanken. Hier haben wir die Schlüssel vom Fahrzeug. Wir haben einmal den Zündschlüssel, das ist ein Keyless-Go-System. Das heißt, den muss ich nicht in irgendein Zündschloss reinstecken. Und hiermit kann ich auch die Zentralverriegelung betätigen. Das heißt, wir verriegeln einmal das ganze Fahrzeug, das Fahrerhaus, beide Türen, dann die Aufbautür und auch die Heckklappe wird damit verriegelt. Das heißt, wenn wir hier abschließen, dann kann niemand die Heckklappe öffnen. Dann haben wir noch den Aufbauschlüssel. Mit dem öffnen wir alle Stauraumklappen und andere Zugänglichkeiten, die wir von außen haben. Und wir haben noch den Chip, mit dem wir das Fahrzeug kontaktlos öffnen können. In dem Fall dann die Aufbautür. Das heißt, wenn das Fahrzeug verriegelt ist, halten wir den an die Griffschale und können auch nur die Tür dann öffnen. Hier an der Seitenwand befindet sich das Abgaskamin von unserer Dieselheizung. Wir haben einmal eine Frischluftzufuhr und das Abgas, was rauskommt. Das heißt, hier bitte kein Handtuch zum Trocknen drüber hängen. Darunter befindet sich die Außenstauraumklappe. Hier kann sich entweder eine Klimaanlage darunter befinden oder wir haben halt zusätzlichen Stauraum. Schauen wir mal drunter. Wir öffnen die Schlösser, indem wir entriegeln. Wenn das Schloss nach draußen springt, sehe ich auch, dass es entriegelt ist. Ich könnte es jetzt gleich wieder verschließen. Das ist aber ein Nachteil, weil man dann natürlich aus Versehen das Schloss auch wieder verriegeln kann. Das heißt, jetzt könnte man sich den Schlüssel reinlegen und aus Versehen einsperren. Ich empfehle immer entriegeln, nicht mehr verriegeln. Jetzt kann es keiner aus Versehen verschließen, das Schloss. Dann drehen wir. Und wir sehen hier, haben wir jetzt eine Stauraumklimaanlage, noch ein bisschen Platz für Kabel oder ähnliches. Darunter befindet sich dann noch der Wechselrichter vom Fahrzeug und das wäre die erste Stauraumklappe. Hier hinten am Fahrzeug haben wir ein weiteres Fach. Schauen wir mal, was sich hier befindet. Hier oben dran befindet sich die Außendusche, das heißt, wenn die Wasseranlage aktiviert ist, haben wir hier draußen die Möglichkeit, schnell was abzuwaschen, abzuduschen. Darunter befindet sich ein Fach, bei dem hier versteckt was Besonderes ist, nämlich eine innenliegende Steckdose, Außensteckdose, was aber nicht bedeutet, dass wir das Kabel einklemmen, wenn die Klappe verschlossen wird. Wir haben in der Klappe oben zwei Stufen in der Verriegelung, das heißt, wir können die einfach schützen davor, dass jemand das aussteckt zum Beispiel. Ein bisschen Platz haben wir dann auch noch für Kabeladapter. Ich stecke es mal ein. Jetzt sind wir in Stufe 1 drin, das heißt, wir klemmen das Kabel nicht ein, das ist gesichert. Hier könnte man es jetzt wieder verriegeln und dann sind wir hier sicher. Hier unter der Klappe befindet sich dann noch dieses Rohr, das ist unsere Grauwasserentleerung. Betätigt wird das Ganze dann über einen Schalter im Armaturenbrett. Das ist eine elektrische Abwasserentleerung, ganz wichtig, die ist D-Plus gesteuert. Das heißt, sobald wir den Motor starten, geht die Klappe zu, dann kann kein Wasser mehr raus. Hier im hinteren Bereich an der Heckklappe befestigt haben wir zwei Airline-Schienen. Daran kann man zum Beispiel einen Fahrradträger festmachen. Wenn man die Heckklappe öffnen möchte, um sie zum Beispiel als Terrasse oder Plattform zu benutzen, müsste man hier einen Knopf drücken. Das geht natürlich erst, wenn wir das Glasfenster öffnen. Das machen wir dann von innen. Oben haben wir dann noch eine Rückfahrkamera befestigt. Das heißt, wir können auch beim Rangieren haben wir die Unterstützung. Sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist, sieht man dann den Heckbereich vom Fahrzeug, damit man auf Distanz fahren kann. Unter dieser Klappe finden wir den Gaskasten und den Frischwasserzugang.
Hier haben wir eine 5 Kilo Gasflasche verbaut. Das ist auch ausreichend, weil wir nur den Kocher mit Gas betrieben haben. Kühlschrank und Heizung sind mit anderen Energiearten. Das heißt, dann reichen uns die 5 Kilo aus. Hier sehen wir den Frischwasserzugang. Da können wir das Frischwasser einfüllen, auch wieder zu verriegeln oder zu öffnen mit unserem Schlüssel vom Aufbau. Wenn wir Frischwasser einfüllen möchten, müssen wir ein paar Bedingungen erfüllen. Unter anderem muss der Frischwassertank verschlossen sein. Unter dieser Klappe befindet sich der Frischwassertank und unser Wasserfilter. Hier machen wir den Wassertank zu. Der Filter sollte eingesetzt sein, damit man die Wasseranlage in Betrieb nehmen kann. Und die Wasserablasshähne müssen geschlossen sein. Hier befinden sich die Ablasshähne für die Wasseranlage. Das Frostschutzventil muss verschlossen sein. Unter der untersten Drittstufe befindet sich das Frostschutzventil. Und dann können wir befüllen. Unter dieser Klappe befindet sich die Toilettenkassette und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben hier oben noch eine kleine Ablage, kann man noch ein bisschen was verstauen. Darunter eine Toilettenkassette, die einen besonderen Anschluss hat, und zwar die Sogentlüftung. Das heißt, wenn wir sie rausziehen möchten, müssen wir natürlich erst den Schlauch abziehen. Den legen wir dann zur Seite und damit nichts rausläuft, nehmen wir den Stopfen und drücken den hier rein. Und jetzt können wir die Kassette rausziehen. Natürlich nur, wenn von innen die Verriegelung zu ist. So bekommen wir die Kassette raus. Achtung, sie könnte schwer sein, deshalb kann man sie auch hier gleich mitheben. Wenn man einen weiteren Weg zur Entleerstation hat, kann man sie noch wie ein Trolley hinterherziehen. Bei der Entleerstation haben wir dann die Möglichkeit, hier zu öffnen, aufdrehen. Dann bringen wir die Kassette in diese Stellung und entleeren die Kassette. Und damit es nicht kluckert wie bei einer Milchtüte, drücken wir den Knopf hier zur Belüftung von der Kassette und dann läuft es in einem Flutsch raus. Nachher füllen wir wieder ein bisschen Wasser hier rein, schütteln nochmal durch, damit etwaige Anhaftungen abgelöst werden und auch entleert werden. Das heißt, wir leeren es dann wieder raus, füllen dann wieder ein bisschen Wasser rein und das ist schon die Grundlage für die neue Befüllung. Darauf müssen wir dann nur noch den Zusatz reinbringen, damit das alles arbeiten kann. Jetzt können wir die Kassette wieder reindrücken. Den Stopfen lösen, den Schlauch draufsetzen und schon sind wir vorbereitet für die nächste Befüllung. Hier am Fahrzeug haben wir eine elektrische Markise verbaut und wie wir die aktivieren, das zeige ich euch jetzt. Vorab müssen wir die 12-Volt-Anlage aktivieren. Jetzt können wir den Schalter betätigen, um die Markise auszufahren. Da reicht ein Druck und die Markise fährt so weit, wie wir es wünschen, bis wir den Knopf nochmal drücken, wenn die Markise anhält. Wenn wir die Markise händisch erreichen, stoppen wir sie, nehmen die Füße und fahren die Markise weiter nach draußen. Jetzt kann man die Füße immer wieder mitstellen. Bis man die gewünschte Ausfahrlänge erreicht hat. Und nun haben wir eine schöne Markise. Beim Einfahren geht es genau andersrum. Das heißt, wir drücken den Knopf zum Einfahren. Die Markise fährt ein und solange wir sie erreichen, können wir natürlich dann noch die Füße reinmachen und lassen sie dann komplett verriegeln. Hier haben wir die Aufbautür von unserem Fahrzeug. Die hat eine kleine Besonderheit. Wir haben zum einen ein Soft-Close-System, das bedeutet, wir müssen sie nicht zuschlagen. Das heißt, auf dem Campingplatz, die Nachbarn kriegen es nicht so unbedingt mit, wenn man laut schließt. Dann haben wir die Möglichkeit, die mit dem Schlüssel zu verriegeln oder über die Zentralverriegelung oder ganz bequem über den Chip. Hier in der Griffschale befindet sich das Empfangsteil von unserem Chip. Das ist so eine kontaktlose Öffnung oder Schließung. Und dann können wir nämlich nur die Tür damit betätigen. Das heißt, wenn das Fahrzeug mal mit Zentralverriegelung verschlossen ist, können wir es auch hiermit öffnen.
Abends können wir sie auch mit einem Druck auf diese Taste hier verriegeln, wenn das Fahrzeug verschlossen ist. Wir haben auch wieder einen Sichtschutz oder eine Verdunklung. Mülleimer ist verbaut. Und wenn wir das Fahrzeug mal lüften wollen, haben wir hier in der Eingangstür natürlich auch einen Fliegenschutz. Und jetzt gehen wir mal rein. Als erstes schalten wir die 12-Volt-Anlage ein. Und jetzt machen wir erstmal Licht. Ich habe das Licht jetzt übers Hauptpanel, übers Display eingeschaltet. Es geht natürlich auch an jedem einzelnen Schalter direkt. Oder wenn man das hat, ein Handy mit der Hymo Connect App, kann man es natürlich auch dort einschalten. Gleich hier beim Eingang haben wir verschiedene Möbelklappen und die öffnen wir mal. Ganz oben befindet sich das Hauptbedienteil von der Heizung, wobei die lässt sich viel komfortabler vom Display aus bedienen. Hier kann man halt zur Not noch Einstellungen vornehmen, wenn man möchte. Dann haben wir noch eine kleine Ablage hier oben drin. Hier haben wir den Sekretär, den bauen wir gleich zusammen noch auf. Vorher schauen wir uns noch das unterste Fach an. Hier befindet sich die Pumpe für unser aufblasbares Schlafdach. Auch das können wir von hier aus aufblasen, hochfahren lassen oder natürlich dann viel bequemer vom Display aus. Nun zum Sekretär. Wenn wir den Sekretär aufbauen, dann kreieren wir uns hier einen schönen Arbeitsplatz und das machen wir jetzt mal zusammen. Wir öffnen die Klappe, entriegeln das Brett für den Sekretär, klappen den aus, auch den Stützfuß, legen den hier auf und schon haben wir einen schönen Arbeitsplatz mit USB-Steckdose, 230 Volt Steckdose und wenn man möchte, kann man von oben noch die Pendelleuchte einlegen ins Schlafdach und dann haben wir hier noch mehr Ausleuchtung. Hier haben wir unser Bad. Das Bad lässt sich bei Bedarf vergrößern. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Vorher gucken wir uns die Toilette an. Hier haben wir eine Keramiktoilette mit seitlich der Bedienung, dass man in die Kassette reinkommt und auf der anderen Seite das Bedienfeld, welches uns anzeigt, ob die Toilettenkassette voll ist und wo wir dann die Wasserpumpe aktivieren können. Unten lässt sich dann noch ein Podest ausfahren. Und wenn man es nicht braucht, kann man es wieder reinschieben. Wenn einem der Platz nicht ausreicht, kann man das Bad vergrößern. Das heißt, wir entriegeln, ziehen die Wand nach draußen und jetzt haben wir ein ganz großes Bad und können uns hier dann entsprechend noch eine Dusche generieren. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Um die Dusche zu entriegeln, drücken wir den Hebel und schwenken die Duschwand. Während dem Schwenkvorgang ist es wichtig, dass man nicht auf den Boden tritt, weil der ein Stückchen nach innen fährt. Das heißt, hier öffnen wir dann eine Öffnung zum Ablauf hin. Und ganz wichtig ist auch, dass die Duschwand komplett rausgedrückt wird, das heißt komplett Richtung Toilette, damit die Gummilippe hier in die Richtung abdichten kann. Ja, jetzt haben wir eine große Dusche. Hier haben wir unsere Küche. Ganz oben haben wir einen Dachstauschrank. Wenn wir den öffnen, müssen wir entriegeln mit dem Pushlock. Beim Schließen haben wir hier ein Softclose-System, welches zwar schließt, die Türe zuhält, die Klappe, aber während der Fahrt sollte sie verriegelt werden, dass nichts rausfällt. Unser Fenster ist wieder ausgestattet mit einem Verdunklungssystem und mit einem Fliegenschutz. Und wenn wir das Fenster öffnen, haben wir seitlich Verriegelungen, die wir einfach so öffnen können. Die unteren Verriegelungen sind nochmal geschützt. Das heißt, wir müssen den Knopf drücken, dann entriegeln. Jetzt können wir das Fenster in drei Stufen öffnen und in der obersten Stufe wieder komplett schließen. Wir haben noch eine Zwischenstufe, dass wir noch ein bisschen lüften können. Und während der Fahrt soll es natürlich geschlossen sein. Seitlich an der ganzen Wand haben wir hier dieses Bambusholz mit Schienen versehen. Das sind Multifunktionseinsätze möglich nachzurüsten. Das heißt, wir haben verschiedene Töpfe, wo man was reinstellen kann. Wir haben Tablethalter, es gibt Haken, da gibt es noch viel Zubehör. Unter anderem auch ein Gewürzregal, ein Halter für eine Papierrolle. Da gibt es also viel, was man reinsetzen kann. Dann haben wir hier unseren Kocher, das einzige mit Gas betriebene Bauteil. Das heißt, wenn wir den betreiben möchten, müssen wir erst die Gasflasche aufdrehen. Dann hier unter der Schublade haben wir noch ein Gasventil, welches so stehen sollte, dass es geöffnet ist. Oh ja, und dann können wir kochen. Wir drücken, drehen, die Flamme geht an. Müssen wir ein bisschen halten
und wenn sie von alleine hält, können wir loslassen. Gleich nebendran haben wir die Spüle mit der Bambusabdeckung. Die können wir noch als Schneidbrett verwenden. Und wenn man sie nicht braucht und die Wasseranlage benutzen möchte, muss man natürlich vorher die Wasseranlage aktivieren. Und das machen wir im Display. Hier haben wir das Wassersymbol. Wenn wir da drauf drücken, leuchtet es heller. Und auch jetzt können wir die Toilette benutzen und die komplette Wasseranlage. Und jetzt füllen wir gleich mal den Boiler. Wir drehen den Wasserhahn auf heiß und fordern Wasser an. Jetzt haben wir auch den Boiler gefüllt und können das Wasser warm machen. Hier unten haben wir dann den Kühlschrank. Unterhalb vom Gemüsefach befindet sich dann der Regler. Als nächstes haben wir noch eine Schublade. Hier können wir die Besteckschublade separat ein- und ausziehen. Auch die Schubladen haben ein Soft-Close-System. Es wird selbstständig reingezogen, aber während der Fahrt sollte alles verriegelt werden. Alle Verriegelungen sollten geschlossen sein, dass während der Fahrt keine Schublade aufgeht. Hier haben wir noch eine weitere Schublade, eine große Schublade. Hier sollten maximal 15 Kilo eingeladen werden, mehr nicht. Und als besonderes Highlight hier im Bereich der Küche, weil man doch mal mehr Platz benötigt, haben wir eine Küchenerweiterung. Wir können hier ein Brett mit einlegen und haben somit uns eine L-Küche geschaffen und haben viel Abstellfläche. Bevor wir zur Sitzgruppe kommen, haben wir hier noch einen Kleiderschrank mit einer großen Tür und einen Apothekerschrank, um Dinge zu verstauen. Ja, und die Sitzgruppe eignet sich hervorragend zum Genießen, zum Ausruhen. Am schönsten ist natürlich, wenn man die Heckfenster aufmacht und die Plattform öffnet. Das machen wir jetzt. Hierzu öffnen wir die zwei Verriegelungen. Drücken das nach draußen und wenn man die Tür dann öffnet, müssen wir den Knopf hier drücken. Die Sitzgruppe kann man einmal als Sitzgruppe ohne Tisch verwenden, das heißt einfach nur zum Hinsitzen, oder man baut sich die Essgruppe auf und das machen wir jetzt mal. Wir heben das Polster an, ziehen den Tisch raus, heben ihn an und drücken ihn dann ein kleines Stück runter. Jetzt ist er fixiert und jetzt können wir schon die Holzplatten hochholen, einraschen lassen und schon haben wir uns die Essgruppe generiert. Um das zu entriegeln, drücken wir hier unten die Verriegelungen wieder. Beide Seiten, heben den ein bisschen an, drücken den wieder nach unten und fahren ihn wieder unter die Sitzgruppe. Die Sitzgruppe kann noch zu einem Bett umgebaut werden und das zeige ich euch jetzt. Fertig. Diese Leuchte hier kann vielfach eingesetzt werden, unter anderem als Wandleuchte oder, wenn man sie dann hier einhängt, als Pendelleuchte. Überm Tisch oder wenn man sie mit ins Schlafdach nimmt, kann man sie auch oben im Schlafdach mehrfach einsetzen, unter anderem auch von oben nach unten leuchtend über dem Arbeitsplatz oder dann überm Schlafplatz. Die große Hecköffnung lässt sich durch einen Fliegenschutz schützen. Und ist kombiniert mit einem Verdunklungssystem, damit wir den hinteren Bereich abdunkeln können. Die seitlichen Fenster lassen sich auch verdunkeln. Hierzu öffnen wir die beiden Riegel und führen das Plissé ums Eck, wo dann ein Magnet das Plissé festhält. An dieser Lasche können wir die Heckklappe nach oben ziehen
und dann kann man hier ganz normal sitzen, wie an einem Balkon. Wenn das Heckfenster bereits geöffnet ist, dann können wir auch die Klappe von außen öffnen, indem wir den Knopf herumdrücken und die Klappe nach unten führen. Jetzt können wir das Podest betreten, indem wir die Leiter rausziehen. Hier befindet sich ein Riemen, an dem können wir es rausziehen, nach unten führen und dann können wir die Plattform betreten. Wenn man die Leiter wieder einfahren möchte, hebt man sie an. Hier drin befindet sich ein weiterer Riemen. Wenn ich da ziehe, kann ich sie entriegeln, wieder reinschieben und kann sie dann auch hier schon wieder schließen. Bevor wir ins Hubdach können, um den Schlafbereich zu betreten, müssen wir natürlich das Hubdach rausfahren und das machen wir jetzt. Hierzu gehen wir in Privat, Roof und nun können wir Ausfahren drücken. Jetzt wird erst das Dach aufgepumpt und danach die Matratze. Das Dach haben wir nun geöffnet und als erstes setzen wir die zwei Stützen hier ein. Jetzt haben wir das Dach gesichert und dann können wir mal rausschauen. Auf dem Dach haben wir noch zwei weitere Airline-Schienen befestigt. Hier können wir zum Beispiel so eine Kiste montieren. Wenn wir an die Kiste ran wollen, müssen wir lediglich die Reißverschlüsse öffnen vom Fliegenschutz und dann können wir schon die Kiste erreichen. Das heißt, die können wir jetzt von der Seite befüllen, die ist nach hinten angeschlagen. Somit kommen wir von der Seite hin, ohne dass wir aufs Dach müssen. Hier kommt wieder unsere Pendelleuchte zum Einsatz. Wir haben hier zwei Positionen, wie wir sie anbringen können. Zum Beispiel hängend über dem Bett. Die zweite Position von unserer Leuchte wäre dann nach oben stehend, damit wir den Dachhimmel ausleuchten. Oder nach unten stehend, dass der Arbeitsplatz unten beleuchtet werden kann. Wenn wir sie jetzt mal so rum einsetzen, sieht man es besser, können wir sie hier einstecken. Sie leuchtet schon, weil der Lichtkreis noch aktiviert war. Und hiermit können wir ganz normal ein- und ausschalten. Das heißt, wir können auch dimmen und wir können die ambiente Beleuchtung hier oben einschalten oder die Treppenbeleuchtung. Und was besonders wichtig ist, wenn man im Bett liegt und alle Lichter noch an sind, wir haben einen Zentralausschalter, den wir drücken und dann geht das ganze Fahrzeug aus. Dann sind alle Lichter aus. Für diese Öffnung gibt es natürlich auch noch ein Einlegebrett. Das kann man dann während der Fahrt auch drin lassen. Dann sieht man halt den Zeltstoff nicht, wenn er zusammengefalten ist. Und das machen wir jetzt mal. Damit wir beim geschlossenen Dach auch noch an unseren Dachlüfter rankommen, haben wir diese Öffnung hier. Hier haben wir ein aktiv beheiztes Schlafdach. Das bedeutet, wir haben Heizungs- und Lüftungsdüsen, die oben warme Luft oder kalte Luft einbringen. Steuern können wir das über die beiden Schieberegler hier. Hier mit die Klimaanlage, hier mit die Heizung. Da sieht man noch das Infrarotauge, mit dem wir die Klimaanlage bedienen können. Natürlich geht es auch über die Hymo Connect App oder über das Display. Jetzt zeige ich euch noch ein paar interessante Einbauorte. Hier im Fahrzeug gibt es viel zu entdecken. Hier unter der ersten Stufe befindet sich der Einbauort unserer Heizung. Hier kommen wir zum Beispiel an das Frostschutzventil, an das Wasserablassventil vom Boiler und natürlich, wenn man an der Heizung selber mal was schauen muss. Unter der ersten Bodenklappe befindet sich das Batteriesystem.
Hier sind die Lithium-Batterien verbaut, unter anderem auch unsere SCU, das heißt also die Einheit, die unsere HumoConnect-Anlage mit verbindet, und noch weitere elektrische Bauteile. Hier unter den beiden Schubladen befinden sich zwei Sicherungskästen, 230 Volt. Wir benötigen zwei Sicherungskästen, weil wir einen Wechselrichter an Bord haben, der sämtliche Steckdosen mit 230 Volt versorgt. Unter der kleinen Bodenklappe hier finden wir nochmal zwei Wasserablassventile. So gewährleisten wir, dass die komplette Wasseranlage entleert wird. Unter dieser Bodenklappe finden wir den Wasserfilter, die Reinigungsöffnung für den Grauwassertank und das Ventil, das Ablassventil vom Frischwassertank. Unter der letzten Bodenklappe befindet sich noch die Reinigungsöffnung für den Frischwassertank. Und gleich hier unter der Sitzgruppe auf der Fahrerseite befindet sich, wenn man das Polster wegnimmt, der Elektroblock und die ganzen 12-Volt-Sicherungen. Ja, jetzt sind wir im Fahrerhaus vom Fahrzeug und natürlich gibt es auch hier einiges zu entdecken. Ich fange mit dem Schlüssel an. Wir haben einen Keyless Go Schlüssel, das heißt, ich habe kein Zündschloss, wo ich den reinstecken muss, sondern ich lege den ganz normal ins Armaturenbrett, in die Ablage. Dann ist er erreichbar fürs System und dann können wir auch schon die Zündung einschalten. Das machen wir über ein zweimaliges Betätigen des Start-Stopp-Knopfs. Jetzt haben wir die Zündung aktiviert. Jetzt können wir alles betätigen, alles bedienen. Ich fange mal hier mit dem Lenkrad an. Wir haben am Lenkrad Bedienelemente. Man kann pauschal sagen, die linke Seite ist zuständig für alles, was wir hier steuern möchten im Tachoelement. Die rechte Seite ist zuständig für alles, was wir im MBOX-System steuern möchten. Hier auf der Seite lässt sich einiges an der Anzeige verändern. Wir können uns das Navigationssystem anzeigen, manche Einstellungen vornehmen. Wir können den Limiter, das Tempomat betätigen und die Distronic aktivieren. Dann haben wir auf der Seite Bedienelemente, die alle hier natürlich auch über Touch steuerbar sind, aber auch hier haben wir eine kleine Touchfläche. Das heißt, wenn wir über die kleine mittlere Fläche drüber swipen, dann sieht man schon, das bewegt sich hier auch was. Das heißt, während der Fahrt kann man die Hände am Lenkrad lassen. Ja, dann haben wir noch die Pedals, die den Schaltbereich begrenzen. Hier haben wir den Schalthebel an sich. Wir haben ein Automatikfahrzeug und müssen nicht mehr irgendwo runtergreifen. Das heißt, hier haben wir den Schalthebel und das Fahrzeug verfügt über eine elektrische Handbremse, die wir dann hier unten zu betätigen. Und Lichtschalter haben wir auch hier unten, wobei bei der Lichtautomatik muss man da ja auch nicht mehr viel machen. Wenn wir den Motor starten möchten, drücken wir den Start-Stopp-Knopf nochmal, allerdings dann mit dem Fuß auf der Bremse. Jetzt hören wir einen Ton, das ist unsere Drittstufe, die uns warnt, Achtung, ich bin noch draußen. Die fahren wir hier über den Knopf unterhalb vom Armaturenbrett ein. Das heißt, hierfür muss keiner aussteigen oder aufstehen, sondern wir können ganz bequem hier den Taster betätigen. Daneben haben wir den Schalter für die Zusatzbeleuchtung. Wenn wir oben die Lichtleiste einschalten möchten, dann müssen wir vorher den Motor starten. Sie funktioniert nur, wenn der Motor gestartet ist. Wenn unser Lichtschalter nicht mehr auf Auto steht, sondern auf permanentes Licht, und dann können wir den Taster aktivieren. Das zeigt uns jetzt auch an, Zusatzbeleuchtung aktiv. Und das ist aber keine, die funktioniert mit Lichthupe, sondern tatsächlich nur, wenn wir das Fernlicht reinmachen, dann leuchtet die Leitbar oben mit. Der dritte Schalter, den wir hier unten noch haben, das wäre der Schalter fürs Grauwasser. Wir haben ja ein elektrisches Grauwasserventil. Auch hier ist es die Plus gesteuert. Das heißt, sobald wir den Motor starten, geht das Ventil von alleine zu. Und jetzt verdunkeln wir noch das Fahrzeug, das Fahrerhaus. Hierzu drücken wir die zwei Knöpfe, führen das Plissé nach vorne und vorne geht es genau gleich. Da führen wir das Plissé zur Mitte und führen das mit dem Gegenplissé zusammen. Das hält magnetisch und man hat mit wenigen Handgriffen das Fahrzeug verdunkelt. Wenn wir das Fahrzeug dann für einen längeren Zeitraum abstellen möchten, dann gibt es ein paar Dinge, die man zu beachten hat, damit man danach auch wieder Freude hat damit. Als erstes natürlich den Kühlschrank auf Lüfterstellung bringen. Das dient zur Hinterlüftung. Dann haben wir noch die Wasseranlage zu entleeren. Hierzu öffnen wir wieder alle Ventile, die geschlossen wurden, damit wir die Wasseranlage füllen können. Und auch das Grauwasser nicht vergessen und natürlich auch den Toilettentank noch komplett entleeren. Und als letztes schalten wir die komplette Elektroanlage aus. Und das geht bei dem Fahrzeug relativ einfach mit einem Knopfdruck. Bei den Batterien befindet sich dieses schwarze Kästchen und wenn wir auf den kleinen Knopf hier 10 Sekunden drauf drücken,
Dann haben wir die komplette Lichtanlage und die komplette Elektroanlage ausgeschalten. Und jetzt können wir noch das Fahrerhaus stilllegen. Jetzt legen wir noch das Fahrzeug still, das heißt, wir bringen das in den Ruhemodus. Hierzu muss die Zündung aktiviert sein. Und im Menü gibt es dann eine Funktion, Einstellungen, Fahrzeug, Ruhezustand. Jetzt werden wir informiert, dass die restliche Laufzeit der Batterie, wie lange die hält und so weiter. Und dann bestätigen wir das natürlich mit Ja, schalten die Zündung aus und jetzt haben wir das Fahrzeug stillgelegt. Das war unser Quickstart-Video für den Venture S. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Fahrzeug.